Sehr schön. Den Eisenschnabel. Weiß nicht, wollen wir den behalten? Oder wollen wir den Maulwurf in unserem Trupp behalten? Ich glaube, ich schicke die beiden zu unserem Ork. So, wir können ja eine Loge bauen. Wie wäre es, wenn wir die Loge so bauen, wie ich es hier gesagt hatte? Ja. Wir gehen mit V-Lira jetzt wieder nach oben und werden dann die Loge so bauen, wie wir es gesagt hatten. Du gehst hier rauf. Und hier wollen wir fertig sein mit dem Geheimnis der Former, so schnell es geht. Aber der Turm kann hier eigentlich erstmal bleiben. Der Turm hier oben ist okay. So, geh weiter hier lang. Was haben wir denn da jetzt schon wieder? Hier ist ja noch viel mehr, Alter. Diese Karte ist riesig. So. Ich hoffe, dass wir da jetzt irgendwas machen können. Weil, wie gesagt, ansonsten verstehe ich das Ding nicht. Okay. Es ist leider immer noch unklar, was da passieren soll. Vielleicht können wir mit dir dann gen Norden ziehen. Und Undergasten ein bisschen ärgern. Deine Truppen sind schon wieder ein bisschen stärker, aber wir werden jetzt erstmal hier hingehen. Ihr betretet das Gelände der Milizkaserne. Hier geben viele Soldaten ihren Kampfübungen nach und andere prüfen den Zustand ihrer Ausrüstung. Da ihr nicht wisst, welche Gruppe das Dorf angegriffen hat, geht ihr zum Quartier des Hauptmanns. Allerdings wird dieses von zwei Elfen bewacht. Ohne Erlaubnis kommt hier niemand rein. Der Hauptmann betet gerade. Nehmt diesen Met als Dank für eure gute Arbeit. Die Wachen grinsen und trinken auf eure Gesundheit. Bald sind sie zu betrunken, um ihre Arbeit zu machen. Einer beginnt sogar wegzunicken. Jetzt können wir eintreten. Im Inneren seht ihr eine Frau vor euch, die mit Blut Runen an die Wand malt. Ihre andere Hand umklammert ein kleines Abbild von Nor. Als ihr eintretet, dreht sie sich überrascht um und starrt euch wütend an. Was? Oh, ihr werdet dieses heilige Ritual nicht ungestraft unterbrechen. Sie murmelt etwas und die Tür wird aufgerissen. Starke Hände packen eure Truppen. Ihr seid plötzlich umzingelt. Die Menschen, an denen ihr auf dem Weg hier vorbeigekommen seid, verformen sich vor euren Augen zu Dämonen. Ihr habt eure Soldaten als Hüllen für Dämonen angeboten. Angriff. Wendigo. Ätherbestie. Ist immun gegen Furcht. Die Einheit kann nicht aufgerieben werden. Okay. Escher, ne? Okay. Die haben eine Todresistenz, so wie es aussieht. Und außerdem haben sie auch eine Elementarresistenz. Das heißt, es wird nicht so richtig möglich sein, die zu übernehmen. Doch sie könnten verzweifelt sein. Man kann sie verzweifelt machen. Yes. Oh, die sind ziemlich schwach. Die können jetzt unterwerfen, dann brauchen wir nicht mal den Trank. Wir müssen sie aber irgendwie in Position bringen. Was machen wir denn mit euch mal? Betäubungselixier, na, heiliges Wasser. Bringt hier tatsächlich was? Dafür müssen wir den aber besser in Position bringen. Vielleicht muss er sich erstmal ein bisschen heilen. Wir müssen uns erstmal heilen, bevor wir irgendwas machen können. So. Wir bringen dich hier in Position. Commander. Dich bringen wir hier hinter in Position.
Du gehst eher nochmal hier hin, weil die hier wahrscheinlich durchbrechen werden. Wie sieht es denn aus mit heiligem Wasser? Gar nicht verkehrt, aber das ist immer noch kein besonders guter Punkt, um da werfen zu können. So. Yes. So. Vielleicht können wir irgendwen von denen stunnen. Wie wär's denn, wenn wir die da oben stunnen? Commander. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, und du kriegst von mir jetzt auch noch eine Ration. Oh nein! Fuck! Das überrascht mich. Aber glaubt ja nicht, dass ihr so davon kommt. So, wie wär's denn, wenn wir hier ein bisschen Tränke schmeißen? Heiliges Wasser. Heiliges Wasser. Heiliges Wasser. Und schon sind zwei von denen down. Commander! Du bist auch down. Der Gegenschlag ist recht stark. Die können sich, glaube ich, immer noch nicht bewegen. Das dauert noch eine Runde. Okay, die haben tatsächlich keine großartigen Abzüge genommen. Das ist schade. Entzündet heißt es hier. Uiuiui, okay, da müssen wir aufpassen. Wie wär's mal mit Heilung? Dafür bist du zu weit weg, aber wenn wir dich hier hinstellen, nicht. Das geht. Yes. Die brennen alle. Wir müssen aufpassen, aber das passt soweit. Wie ist der wieder an Leben gekommen? Nein, nicht ihr. Wir können... Wenig Schaden. Commander. Zu viel Schaden. Ah, bei dir sieht aber die... Haha. Yes. Okay. Yes. Der hat immer noch kein Problem. Yes. Commander. Das haut aber auch rein. Die kriegen offenbar keinen Gegenschlag, wahrscheinlich weil sie halt flankieren. Das tötet dich. Was? Wie ist es denn, wenn wir die auf die Macht von Aonir verleihen? 63 Schaden. Können wir noch irgendwas machen, um dich ein bisschen mehr zu schaden? Nein, das ist zu schwach. Das reicht auch nicht ganz. Aber er ist verzweifelt. Schade, dass er angreift. Wenn er nicht angegriffen hätte, hätten wir ihn nämlich jetzt übernehmen können.
Klappt dann in dem Fall wohl leider nicht mehr. Heldenhafter Sieg. 3 bei Connacht dazu. Flüsternder Edelstein, 2-mal geladener Kristall. 20 Leben. Finde ich gut. Den halten wir ein bisschen länger stand. Geschwindigkeit immer gut. Das Ritual ist beendet, das Abbild ist zerstört und ihr wisst, dass bald keine Dämonen mehr in die Hohenmark kommen werden. Jetzt sind wir vor diesen Teufeleien sicher. Naja, fürs Erste. Fürs Erste. Wir müssen aber noch nach Connacht irgendwie überhaupt reinkommen, ne? Das ist ja auch schon schwer genug. So, du gehst jetzt in die Richtung Meldeck. Hier haben wir auch... Ah ne, hier ist nichts, was spawnt. Bringt die Sammlung zurück. Keine Ahnung, wie groß der Trupp in dieser Höhle ist. Ja, dich wollten wir ja... Können wir in die Richtung gehen? Aber unser Freund hier hat keinen Platz mehr im Squad, oder? 5, doch hat er. Und dann wäre der ja gar nicht so schlecht da drin, oder? So, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen was machen. Was? Heiliges Wasser, Leben und... Okay, alles klar. 3-mal Leben. Und 3-mal Dingsbums. Ja. 2-mal heiliges Wasser. Davon haben wir schon 4 Steine haben wir davon. Ist ja verrückt. Wo kommen denn so viele davon her? Frage ich mich gerade. Aber gut, was? Na, wenn das so ist, dann ist das so. Noch viel einfacher. Wir machen uns jetzt erstmal ein bisschen heiliges Wasser hier. Aber ich finde das so cool, dass der Turm sich jetzt so weit bewegen kann. Also, wir müssen es noch austesten, klar, aber es ist so schon mal ganz gut. So, wir müssen etwas verkaufen. Wir müssen reichlich verkaufen. Wir könnten Steine der Weisen verkaufen. Das ist zwar sehr ärgerlich und will ich eigentlich nicht machen. Oder wir verkaufen eine Rüstung. Rüstung des Nashorns ist zwar ziemlich stark, aber ich glaube, ich nutze sie aktuell gar nicht. Oder wir verkaufen hier so einen Rauchbombengürtel. Einen brauchen wir eh nicht. So, dann überleben wir hier eine weitere Runde. Kann man pro Runde nur maximal einen aufsteigen? Bin mir nicht sicher. Ja, wir würden mittlerweile 83 Mana kriegen pro Runde. Damit wären halt auch unsere Geldprobleme weg, ne? Aber naja, beenden wir die Runde. Okay. Rowan will offenbar einen Titan in unsere Richtung stellen. Guck mal, wir kriegen noch mehr Allfeuer. Hitzestein, Fleischbrocken, Bergkupfer, Fell, Erfahrungspunkte und Gold. Stufenaufstieg verfügbar bei dir. Berge und Klippen. Besser geht's nicht. So, du gehst hier hin. Das ist erforscht, das ist erforscht. Ich kann ja mal ein bisschen in die Richtung gehen. Hier ist ja auch wieder was zum... Oh, scheiße. Das ist übrigens ganz gut, dass er hier ist, weil er wird dann hier demnächst eine größere Domäne entstehen lassen. Und
helfen. Ich habe ja nicht ohne Grund hier das ganze heilige Wasser hergestellt. Vielleicht müssen wir noch mehr heiliges Wasser herstellen. Und wie war das mit dem Sturm aus der Flasche? Sturm in der Flasche. 6 mal Arkan und 3 mal Elementar. Ja, die Rüstung des Nashorns verkaufe ich lieber. So, was haben wir hier Schönes? 6 mal Arkan. Was bringt viel Arkan? Das zum Beispiel, aber den Ring will ich eigentlich auch nicht weggeben. Das ist genau das Falsche. Das ist genau falsch rum. Versiegeltes Elementar Glückspille. Aber ich verliere 3 mal heiliges Wasser. Aber ich krieg eine Glückspille. Zwergengranaten. Dunkles Gelage. Rauchbomben. Fokustrank. Den brauchen wir. Wir brauchen viel mehr Fokustränke. Okay. So, weiter geht's. Du gehst weiter hier unten lang. Ich weiß nicht, was man hier noch alles finden kann. Es ist auf jeden Fall echt verrückt. Ein ungewöhnlich hoher Preis. Was passiert jetzt hier schon wieder? Ihr stoßt auf ein Schlachtfeld, wo eine große Menge an Untoten erschlagen am Boden liegt. In den Händen eines der Wiedergänger könnt ihr den abgerissenen Teil eines Ork-Ohrs sehen. Okay. Am Horizont seht ihr Orks, die ein Lager aufschlagen. Sie sehen alles etwas abgerissen aus und einer hat eine stark blutende Kopfwunde. Was machen die hier? In der Regel siedeln Orks viel weiter im Osten in den heulenden Steppen. Was macht ihr in dieser Gegend? Die Orks beobachten euch aufmerksam, als sie antworten. Ein Nekromant hat unsere Leute getötet. Wir suchen Rache. Er ist hier entlang geflohen, als wir uns gewehrt haben und wir werden nicht aufgeben, bis er tot ist. Dem mit der blutenden Kopfwunde fehlt ein Ohr. Er wendet sich widerwillig an euch. Seid ihr nicht selbst Magier? Ihr könntet ihn auch vernichten, oder? Wir könnten euch einiges im Tausch für diesen Gefallen geben. Wir haben euer Ohr auf dem Weg gesehen, tut mir leid. Pa, mein Ohr ist egal, meine Brüder und Schwestern, um die werde ich trauern. Ich will Rache für die Gefallenen, nichts weiter. Wir werden dafür sorgen, dass sie alle sterben. Ah ja. No! Und urplötzlich entsteht da wieder ein Feind-Spawn-Punkt. Allerdings sind diese Truppen nicht besonders stark, das sollten wir daher gut hinkriegen. Hier können wir uns jede Menge potentes Wasser holen. Du bist wieder stark genug. Und deswegen würde ich sagen, dass wir uns jetzt Rowans Turm holen. Also zumindest den hier. Er hat hier aber auch Truppen, ne? So. Bringt die Sammlung zurück. Vielleicht machen wir das mal. Ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, der ist doch gar nicht stark genug. Ist auch nicht. Aber wir können ja Sachen beschwören und dann sollte das hinhauen. Wo sind die Maulwürfe? Da. Allfeuer finde ich schon sehr, sehr gut. So. Wollt ihr überschreiben? Doch, will ich. Warum drücke ich auf Nein? Kampf. Okay. Verwirrung? Wieso sind die jetzt so mächtig? Naja, 103 Allfeuer bedeutet übrigens jetzt, dass wir unsere Strategie oder die, von der ich mal geredet habe, dass wir die auf jeden Fall durchsetzen können. Also wann immer unser Turm angegriffen wird, beziehungsweise wann immer wir jemanden irgendwo hin und her schicken wollen, können wir den jetzt zurück teleportieren mit Rückruf und dann mit Teleport irgendwo anders noch wieder hinschicken. Also ziemlich geil.
Medusa-Kriegerinnen sind ziemlich stark, wie mir scheint. Yes. Die sind nahezu unbesiegbar. Yes. Warum nehmen die denn keinen Schaden? Was ist denn da los? Die haben aber auch sau viel Rüstung. What the fuck einfach? Hm? Okay. Noahs Fluch. Yes. Mist, schade, das klappt nicht ganz. Habe ich die Gletschermischung auch vielleicht so hier drin? Nee, habe ich nicht. Oh, das macht auch gut Schaden. Das macht richtig gut Schaden. So, jetzt sind die alle verzweifelt. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Wir holen uns mit dem Elixier der Knechtschaft. Wo haben wir es? Holen wir uns jetzt Medusa-Kriegerin. Die scheinen mir enorm stark zu sein. Und ich will sie haben. Okay, die hauen ab. Die haben überhaupt keinen Bock mehr auf ihr Leben. Schön. Die sind betäubt sogar. Ich kann aber trotzdem... Nee, ich kann nichts werfen. Okay. Du kannst den nachsetzen. Yes. Wir holen uns dich. Kann versklavt yes. werden, steht hier jetzt sogar. So, und dann holen wir dich. Die when I kill you. Nice. Und schon haben wir zwei Medusa-Kriegerinnen. Die ja sonst eigentlich nur den Zirkel unterstützen. Jetzt haben wir sie unter unsere Kontrolle und sie kosten noch nicht mal irgendwas. Also noch besser. Geschwindigkeit. Warum habe ich hier nur einen Trupp davon? Eigentlich hätte ich zwei... Ah, der andere wurde übernommen, ja. 125 Stärke. Nein, nicht entlassen, um Gottes Willen. So, was können die denn? Versteinerter Blick. Fügt betäubt zu. Betäubt, verliert sofort alle Aktionen. Das ist natürlich eine mega mächtige Fähigkeit, ne? Also muss man mal ganz ehrlich sagen, das ist ja verrückt, ist das ja. Und wenn wir die... Wartet mal, wir machen jetzt Folgendes. Wir holen uns die zweimal in den Trupp. Und ihr dürft nicht vergessen, die werden ja noch aufgelevelt. Das heißt, wenn wir diesen Trupp dann zweimal dabei haben, dann können wir so gut wie alles betäuben, was der Gegner irgendwie in unsere Richtung schmeißt. Also es wirkt schon ein bisschen overpowered, muss man ganz ehrlich sagen. Bringt die Sammlung zurück. Klingt auf jeden Fall so, als könnte das problematisch werden, aber wir haben noch so viele Trinkets, die wir nutzen können. Also brauche ich keine Angst haben. Ihr folgt der Spur der Diebe und findet bald deren Versteck. Sie müssen vor kurzem von einem anderen Raubzug zurückgekehrt sein, denn ihr könnt sehen, wie sie Säcke und Kisten voll Papieren, Schriftrollen und Bücher hineinschleppen. Das klingt wieder wie Untergast. Du wirst hier nicht unbeschadet davonkommen. Also aktuell sieht es erstmal so aus, als würden wir verkacken, aber natürlich werden wir nicht verkacken.
Sollen sie doch alle kommen. Yes. Weißschaden bringt, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig viel. Vor allen Dingen sind sie ja nicht übernatürlich. Trank des Feueratems könnte man machen. Aber viel besser fände ich, wenn wir... Yes. ...denen einfach mal was richtig Schmackhaftes zu essen geben. Zum Beispiel einen versiegelten Eisgolem. Zalraka. Lauffeuer. Zielt auf eine brennende gegnerische Einheit und alle anderen fangen an zu brennen. Ist auch geil. Ja, der ist ja gar nicht mal so schwach, ne? Ein Feuerball, der Todschaden verursacht. So, in der nächsten Runde werden wir die alle brennen lassen. Yes. Wir stellen mal lieber noch einen hier dazwischen. So. Probiert's gerne. Oh nein, sie kommen von der anderen Seite. Ich glaube, wir haben ein Problem. Wie sie tatsächlich den fetten Golem angreifen. Als wüssten sie es nicht besser. Erfrierungen. So. Wer brennt von denen? Du. Wenn wir jetzt also Lauffeuer machen... Ach du Scheiße. Und brennen auf Feinde, um sie herum zu übertragen. Also auf uns nicht. Ja, nice. Perfekt. Zalraka. Der ist jetzt auch noch geschwächt. Yes. Yes. Arkanes Gebräu. Hm. Glückspille ist auch geil. Mit der Glückspille könnte man jetzt zum Beispiel dem Golem all seine Punkte wiedergeben, damit er hier alles kleinschlagen kann. Aber ich meine, die haben ja eh jetzt alle... Und hier sollten wir nochmal was tun. Wir können ja mal ein paar Bomben schmeißen. Hey, noch mehr Bomben. Gut. Yes. Reichweitenmalus. Yes. Runde beenden. Die sind alle völlig verzweifelt. Ich hatte gerade überlegt, ob ich mir hier irgendwelche Units holen will, aber ganz ehrlich, das ist es nicht wert. Nicht bei denen. Aua. Die könnten gleich sterben. Ja, sie sind tatsächlich tot. Das ist schade, aber dann bleiben sie auch tot.
Wie wäre es denn, wenn wir dir mal eine Glückspille geben? Und wir können Aktionen machen. Geil. Vielleicht reichen zwei Angriffe, dann können wir hier nochmal eine Bombe hinschmeißen. Gut. Schade, reicht nicht ganz. Yes. Reichweiten-Malus. Na, greifen wir ihn mal an. Der hat dann zwar eine Aktion. Aber der Gegenschlag dürfte ihn schon töten. Okay, es kann sein, wenn wir Pech haben, dass die Alchemisten dann gleich auch tot sind. Ja, ich war einfach zu leichtsinnig. Ja, das geht voll auf meine Kappe. Ich war viel zu leichtsinnig. Das darf natürlich eigentlich nicht passieren. Also hat der Trupp jetzt niemanden mehr. Schade, dass wir den Golem nicht behalten dürfen. Und das macht sehr viel Schaden, leider. Oh, fuck, das war dumm. Varrok, Flammenrufer, du hast gerade so gewonnen. Aber zu was für einem Preis? Deine Alchemisten sind tot. Angriffe fügen 100% Willenskraftverlust bei Feinden zu. Klingt sehr gut. Elementare Schwäche entzündet auf feindliche Einheiten in Radius. Oh, das ist auch gut. Noch mehr. Logenausbau 1. Nachdem ihr all die verstreuten Bücher eingesammelt habt, packt ihr alles zusammen, um zu gehen. Plötzlich erfasst euch eine eisige Kälte und ihr bekommt das Gefühl, dass euch Undergast beobachtet. Oh nein, das wird ihm gar nicht gefallen. Nee, offenbar nicht. Ja, wir sind jetzt alleine, ne? Also, da muss was passieren. Guckt mal. Die Loge hier hat an Größe gewonnen. Genau das, was wir natürlich wollten. So, wir brauchen wieder... Wir müssen wieder was verkaufen. Himmelseisen. Es nützt nichts. Rowenthal hier. Ah, das war zu befürchten. Rückzug. Finde 20% mehr Beute. Guck mal, was wir alles kriegen. Wir kriegen Handschuhe des Diebes. Verleiht die Fähigkeit Rauchbombe. Adamantinum. Aria. Potentes Wasser. Goldnugget. Hitzestein. Versiegeltes... Alter, das ist ja Wahnsinn, was man alles kriegt. So, das gehört auch uns. Zweimal Himmelseisen. Lenia. Nice. Vielleicht bringt dreimal Lenia ja auch irgendwas Besonderes, so wie bei Aria. Könnte ich mir schon vorstellen. Tägliche Regeneration ist nicht verkehrt. So. Ja, mit ihr müssten wir, wie gesagt, jetzt weiter hier lang. Geh zu Varrok. Er braucht eure Hilfe. Und wieder die braucht. Er hat nichts mehr. So. Baron Meldek. Bereite dich auf deine Niederlage vor. Ja, mit dem gehen wir erstmal hier oben hin, damit wir nicht nochmal aufs Maul kriegen. So. Als nächstes gehen wir mit dir mal hier durch. Das
Wahnsinn, wie viel ihr noch wartet. Und was für Viecher sind das denn alles noch? Banshees. Mein lieber Herr. Ja, hier müssen wir den Nekromanten vernichten. Das sind jetzt einfach zwei Trupps. Seid ihr euch sicher, dass ihr das tun wollt? Naja. Gucken wir jetzt erstmal nochmal hier. Ich glaube, ich hole mir noch ein paar Golems. Eisgolems. Das ist ein bisschen wenig. Wobei, warte mal. Aria müssen wir auf jeden Fall auch machen. Wie kriegen wir diese Golems am besten? Fokustrank, ne? Fokustrank mal 2. Versiegelte Eisgolem, jetzt brauchen wir noch Tod. Und noch einen Fokustrank. Haben wir nicht. Also müssen wir was anderes nehmen. Elixier der Knechtschaft. Vielleicht. Ja. Naja, anders geht's nicht. So, wie kriegt man nochmal Fokustränke? Das war durch das Windkraut hier, ne? Ja. Aber nicht genug. 6 Stück brauchen wir. Okay. Das reicht erstmal. So. Angriff. In welcher Welt ist das eine knappe Niederlage? Ich begreif's einfach nicht. Ich begreife nicht, wie das Spiel annehmen kann, dass wir gegen den verlieren könnten. Diese krüppeligen Untoten. So. Yes. Tiaras Segen. Hm? Schaden. Das ist alles zu verkraften. Knarzt, mein Stuhl knarzt. So. Wie viel Schaden macht der Arkane Pfeil? Gut Schaden. Besser. Ja, und schon haben sie halt keinen Bock mehr, ne? So schnell geht das. Mehr heiliges Wasser. Die when I kill you. Bote des Unheils. Immun gegen Psychologie, das heißt, die können wir gar nicht versklaven. Die werden einfach so lange gegen uns kämpfen, bis ihnen die Hirne rausfliegen. Schon auf der Flucht. Commander. So, mal sehen, was ihr macht. Die hauen ab, das war klar. Seltris lacht sich aus. Er lacht sich, sie lacht sich so einen Schlapp. Das ist wirklich eine Disgrace, was hier passiert. Die gesamte untote Rasse. Hm? Ja, hm?
Bumchaka. Das hat nicht mal gereicht. Uff. Ja. So, wen töten wir denn jetzt mal mit Brot? Die 60 Schaden. Extrem. Und tot. Ja, ist eine knappe Niederlage, ne? Würde ich auch sagen. Eine wirklich knappe Niederlage. Dass wir das manuell gemacht haben. So, was wir hier wieder bekommen, ist ja allererster Güte. Weißschaden plus 10 preiset das Licht. Fügt Weißschaden allen feindlichen Einheiten in einem Radius um eine Position in 6 Reichweite zu. Weißschaden plus 10 ist natürlich gewaltig, aber ich glaube, diese Fähigkeit hier gefällt mir sehr gut. Ja, dann den nächsten, ne? Endlich holt ihr zu den Untoten auf. Sie treiben sich in einem Lager herum, über das sie hergefallen sind, marschieren zwischen den Überresten herum und suchen nach weiteren Opfern. Bereitet euch auf den Kampf vor. Ja, ist wieder eine knappe Niederlage. Wirklich ganz gruselig. Oh, guck mal, sie haben ein richtiges Lager, aus dem sie nicht raus können. Sie haben ernsthaft ein Lager. Ehrlich gesagt verstehe ich das aber nicht. Also ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Commander. Okay, machen wir es wie immer. Also ihr kriegt jetzt erstmal Tiaras Segen. Hm? Kann man das zerstören? Man kann das. Okay, man kann es zerstören. So, mit dir gehen wir schon mal nach vorne, weil wir da gleich Preise das Licht wirken werden. Das ist wahrscheinlich erstmal so halb gut. Na, wir haben einen dummen Sichtmalus. Dann machen wir das. Hä? Hä? Der macht immerhin Weißschaden. Ja. Yes. Mehr heiliges Wasser. Du kannst dich auch schon mal in Position bringen. Mehr heiliges Wasser. Ja. Der flieht jetzt schon. Also die haben auch die haben wieder keinen Bock mehr. Oh, Seltris ist vergiftet. Das ist nicht gut. Überlegt mal, wie lange es zum Beispiel her... Also diese Einheit ist ja genau die Einheit, die auch Meldek ist. Überlegt euch mal, wie lange... es zurückliegt, dass wir versucht haben, den zu bekämpfen und wie spielend einfach wir ihn jetzt einfach vernichten werden. Es ist eine ganz doofe Idee, irgendeine von meinen Units anzugreifen. Eine ganz blöde Idee. Seltris schlägt immer zurück. So. Yes?
preiset das Licht. Ja. Das ist einfach mal der Hyperstrahl aus dem Orbit. Warum nicht? Finde ich gut. Yes? So, in der nächsten Runde können wir da dann durchgehen. Oh, die leben sogar noch. Na Mensch. Ein Glück aber auch für euch. Gelegenheitsangriff. Schrot. Die Priesterinnen sind echt so geil. Alleine diese Fähigkeit hier jetzt am Ende ist absolut mindblowing. Zumindest gegen Untote genau das, was wir brauchen. Sehr schön. Nachdem ihr die früher befestigte Siedlung von den verbliebenen Untoten befreit habt, seht ihr euch um. Stücke faulenden Fleisches und zerbrochene Knochen liegen zwischen den Leichen von Händlern und Reisenden und zerstörten Zelten. Die unheimliche Stille trägt nur noch zu diesem Bild der Hoffnungslosigkeit bei. Ziehen wir weiter. Ja, jetzt haben wir nur noch das hier. Dann sind wir damit auch durch. Mit dir wollte ich ja eigentlich den Turm zerstören, ne? Was heißt eigentlich, wir zerstören ihn jetzt.